Hallo Leute, da sind wir wieder zurück zu Penumbra. Der Typ, bei dem ich das angeguckt habe, ich habe leider vergessen, wie sein Name ist, hat das Ganze komplett anders gemacht. Der hat diese Kiste mit nach oben genommen. Der hat dieses Dingens hier gar nicht wirklich genutzt, beziehungsweise... wir können ja mal was anderes probieren. Er hat die Ketchupflaschen genommen. Bin abgestürzt. Er hat die Ketchupflaschen genommen, um die Kiste zu zerstören und das dann mitzunehmen, was da drin ist. Nämlich ist da einer dieser Schlüssel drin. Hatten wir uns ja schon gedacht. Warum zickt es denn jetzt rum? Nee, du sollst nicht floaten, bitte. Hör auf jetzt! Und du mal ein bisschen näher wieder zu uns ran. Und du ein bisschen näher dahin. So. Dann haben wir doch fast wieder unsere Treppe. So. Und er hat es dann genommen und hat es hier, flups. Lecco mio, Alter. Wie es einfach jetzt nicht mehr hoch will. Okay, jetzt haben wir es. Gut. Dann hier nochmal. Ein bisschen ordentlich übereinander. Das Zweier. Der Einser. Sehr gut. So, theoretisch müsste es das direkt um das Dach porten. Oh Gott, ey. Komm schon. So, probieren wir es nochmal. So. Die ist auch nicht dort unten, wenn ich das gerade richtig sehe. Dann können wir eigentlich den Weg jetzt nach oben wieder fortsetzen. Und haben genau das Ding verpasst, aber das ist okay. Na komm schon. Er hat wie schon gesagt, dort kriegen wir ja Ketchupflaschen raus. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt immer noch welche rausbekommen. Aber von dort hat er eine genommen und hat die auf das Paket gedingstert. Ah, wir kriegen immer noch Ketchup. Okay. Können ja mal mitnehmen. Bitte nicht explodieren. Danke. Was wir nämlich auch völlig übersehen haben, ist dieses Ding hier. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wir sind einfach vorbeigefahren. Flupsdibum. Deswegen, das hat er gemacht. Deswegen bin ich jetzt hier kurz gespoilert, dass hier drin noch so ein Schlüsselding ist. One key remaining. I repeat. One key remaining. Das ist der, den wir in der Kiste haben. Ich habe hier jetzt aber auch nicht mehr weiter geguckt. Das heißt, ich hoffe, das war jetzt auch schon das Rätselslösung. Ansonsten muss man nochmal runter. Dann ist das halt so. So, upsala. Und hier ist ja auch noch so eine tolle Stufe. Also mal gucken, ob wir die schaffen, nach oben zu transportieren. Okay, hier ist sonst nichts weiter dahinter. Oh, Schmerzmittel nochmal. Krabbel, krabbel. Fernseher geht nicht an. Of massive infection, shelter and archaic personnel are encouraged not to trust anyone but the elevated cast. In the event of massive infection, shelter and archaic personnel are encouraged not to trust anyone but Dr. Eminis. Mm-hmm. Anscheinend die letzte Anweisung, die gekommen ist. Hier dahinter befindet sich nichts. Unterm Tisch auch nicht, hinter den Schränken nicht. Kommst du mal mit?
Mhm. Irgendwas ist jetzt gerade hier wieder, hat sich gerade bewegt. Jetzt hängt meine Stufe da drüben. Oh. Lass uns mal kurz noch einen Ketchup holen. Große Frage, kann ich es schaffen, das Ding zu öffnen? Wir probieren es. Ich habe es eigentlich geworfen. Aber den Wurf hat er irgendwie nicht geschnallt. So, komm mit. Nicht, dass wir es brauchen würden. Ich meine, wir haben uns ja extra schon was gebaut, aber... Ah. Von da oben ist es jetzt runtergefallen. Okay. So. Passt es jetzt da oben? Kann ich das... Ziehen wir oben raus. Level exit open. Level exit open. So, haben wir sogar die Stufe gefunden, die Schwelle, wie auch immer. Ach scheiße, wir brauchen die Kiste ja, für hier, um hier hochzukommen. Kiste! Kiste, ich brauch dich. Mir. Kiste. Ich kann es nicht mehr reinfahren. Damit brauchen dich, Kiste. So, sehr schön. Ah. Hier ist die Leiter. Sehr schön. Okay. Vielen Dank an den Let's Player, ist ein englischsprachiger gewesen, der das anscheinend auch blind gespielt hat. Also es kam mir nicht so vor, als wüsste er, was er da tut. Wir spielen das hier übrigens auch blind. Also ich würde zwar behaupten, ich habe Requiem gesehen. Nein! Aber ich kann mich nicht mehr an dieses Rätselzeug erinnern, um ehrlich zu sein, an gar nichts mehr davon. Ich hätte auch irgendwie gedacht, dass es mehr Horror ist. Ich glaube, die letzte Folge habe ich auch genannt, irgendwie mehr Jump'n'Run als Horror. Und so kommt es mir im Moment halt auch irgendwie komplett vor. Nicht, dass das ein absolutes Riesendrama ist. Aber wenn man Penumbra spielt, rechnet man meiner Meinung nach irgendwie damit, dass es gruselig ist, oder? Aber vielleicht kommt das ja auch noch irgendwie. Aber erstmal durch das Portal. Eine Frage kann nie wirklich beantwortet werden. Agnostizismus ist die einzige Antwort. Nein, das sind doch die Amnesia-Dinge. Die. Wie heißt es denn? Unterwasser-Klär-Dingsbums da. Ihr wisst schon, was ich meine. Wie heißt es denn? Kanalisation.
recall your arrival, Philip. I recall you blindly wandering into the computer room, seeking my knowledge, unable to digest it. And yet, I do not recall how it all ended. Where is this memory hiding? Age of the universe, 13.7 billion years. Intelligent species, 103. Meaning of life, negligible. But my own past is a mystery. Okay. Scheint ja jetzt erstmal eine Tür zu sein. Mit irgendeinem Raum. Die Luke wird sich nicht öffnen, bis das System runtergefahren ist. Okay. Anscheinend wollen wir, dass das hier stoppt. Hier haben wir Fässer. Kisten. Nichts drunter. Ah! Oh Gott, war mich erschrocken, Alter. Gleich dreifach, weil meine Hasen haben sich erschreckt, als ich mich kurz erschreckt habe. Und es war gerade ein sehr eigenartiger Moment, weil wir uns zugleich erschreckt haben beim Reindingsen. Naja, ist ja Wumpe. Wir sind hier. I recall your arrival, Philip. I recall you blindly wandering into the computer room, seeking my knowledge, unable to digest it. And yet, I do not recall how it all ended. Where is this memory hiding? Age of the universe, 13.7 billion years. Intelligent species, 103. Meaning of life, negligible. But my own past is a mystery. Es stand da, wenn ich das abschalte, führt das zur Überflutung. Ist es das, was ich will? Eigentlich nicht, ne? Aber ich glaube, es ist das, was wir tun müssen. Mach erstmal die Tür ein bisschen weiter auf. Steckt in einer Position fest, der Denker wird sich nicht bewegen, bis der Hebel Energie bekommt. Was denn? Hier fehlt eine Batterie. Batterie. Das ist eine riesige Batterie. Mann. Okay, das explodiert auch nicht. Hier auch nicht. Hier eine Batterie. Lass uns mal hier an der Stelle, wo wir wieder schnell rauskommen, probieren, was passiert, wenn wir ins Wasser gehen. Nix anscheinend. Okay. Required key collection reduced to one. Hier ist so eine Tube wieder. So eine. Upsala. Hab ich gerade hier rumgeschleudert. Eine, wo das hier rausploppt wieder. Huch. 6 Experimente, Telle Wasser, aber jetzt wohl so. Was? Ich hab's nicht bis zu Ende gelesen. Kann ich's wieder wegmachen? Nee, das bleibt jetzt wohl so. Okay. Da oben hängt noch einer. Da ist ein Hebel. Doch ein Hebel. Aber wie komme ich denn da hoch?
Dinger kann ich nicht bewegen. Muss hier irgendeins der Gitter aufgehen oder so. Wir haben jetzt hier erstmal einen Hebel gezogen. Vielleicht hat sich ja irgendwo was getan. Guck bloß gerade nicht, dass ich hier... Ne. Irgendwo eine Leiter übersehe, wo wir halt nach oben können. Aber tue ich gerade nicht, würde ich behaupten. Dreht sich munter weiter, ne? Kisten, genau. Und die Tube ist offen. Geht da rein? Müssen wir die Kisten... So. Deckel nach unten und schauen, was passiert. Scheiße, ich sollte mal nachschauen. Okay, ich denke... I'm so bored. I know you. This place. Why Carpenters Elevated came here. I know the expanse of the universe. The a priori nature of time. You could see it too, were you not wrapped up in your own humanity. Artistic expression. Free will. Batting around your comforting fictional concepts like a toddler with a tennis racket. Dann schubsen wir den letzten auch nochmal dort hinten hin. Ich kann ja auch eine Tonne mitnehmen. Dann kommen wir ein bisschen weg davon. Gut. Die treiben jetzt hier lang. Aber die treiben noch nicht mehr zurück, oder? Vielleicht machen die jetzt eine Brücke für mich, ne? Okay. Hab ich was übersehen? Ja, ein Schädel. Ein Hebel. Ah. Kommen hier so Dinger hoch. Okay. Da schlottern gleich wieder meine Jalousien. Okay. Die müssen auch noch hoch. Aber das ist erst dort hinten. So weit kann ich doch nicht springen, oder? Ja, das mag gehen, aber das hier doch niemals. Aber wartet mal, ich kann vielleicht eine Kiste mitnehmen, oder? Ja. Wo ist denn die hier aufgefangen wurde? Nehmen die mal mit. Ach, fuck. Neben gesprungen.
Aber mit kann ich dich hier nicht irgendwie einklemmen? Okay. Nee, 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 bleib mal hier. Okay. Wir können es probieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Bedarf jetzt natürlich ein bisschen Laufarbeit. Kann ich beide mitnehmen, schade. Oh nein, da kommt schon wieder einer zurückgetrieben. Hör doch auf. Dann bleib mal hier in der Wand. Stößt sich ganz langsam ab von der anderen. Ah. Okay. Sieht eigentlich gerade ganz gut aus. Ich überlege auch gerade, ob ich das Kistentreiben wieder abschalten sollte. Dass sie hier so hintreiben, wisst ihr? Damit die auf derselben Stelle bleiben. Aber auf der anderen Seite hält es das da vielleicht auch gerade. Weil da der Strom ist? Ich weiß es nicht genau. Haben wir eine Kiste verloren? Das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Oh, bitte lass es klemmen. Okay, wo sind die Leiter? Hier ist keine Leiter. Hier hinten ist eine Leiter. Okay. Abgestürzt? Ich glaube, ich muss es nochmal probieren. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes, was ich tun soll. Hm.
Nee, ich konnte ja das Wasserding nicht mehr ändern, ne? Fällt mir gerade ein. Das ist ja der Hebel da hinten. Den konnte ich ja nicht mehr. Die Strömung ist ja jetzt so, hieß es. Hep! Ich kann das nicht, oder? Hatten wir nur 4 Kisten? Steckt hier irgendwo noch eine Kiste? Ansonsten muss ich halt auch noch probieren, die Tonne da zu benutzen. Guck bloß nochmal, ob ich das mit der Strömung hier verändern kann. Aber ich glaube bald nicht. Nee, das war's jetzt. Gut. Müssen ja dort oben dann auch noch irgendwie lang. Jetzt wahrscheinlich die Dinger aufdrehen oder fluten. Und mit dem Hebel hier kommt man aber auch wirklich nirgendwo hoch, ne? Ja, es ist blöd, die Kiste hier wegzunehmen. Und treibt die anderen Kisten nur ab. Okay. Lass uns vielleicht noch mal versuchen. Ja, das war wieder zu nah dran. Das mit mehr Fässern zu klären. Vielleicht können wir auch gleich beide Fässer hier reinsammeln. Nee, hä? Wo ist denn das Fass da hinten? Das ist, ne? So, komm mal mit. Dauert ja jetzt noch kurz, bis die anderen Fässer vorbeikommen. Oh, da sind sie schon. So. Kommen wir hier hinten ran. Mal her, du. Und daran. Und du. Meinetwegen auch noch daran. Jetzt aber, oder? Wir sind schon fast bei 30 Minuten, aber ich wollte euch nicht das antun, dass ich hier die ganze Zeit an den Fässern rumfummel und wir nicht weiterkommen. Sollten wir das jetzt halt nicht schaffen, probiere ich das in der Aufnahmepause rüberzukommen. So. Okay, bei den Fässern stürzen wir sofort ab. Bleibt mal hier. Das heißt, wir müssen Fässer und Kisten irgendwie austauschen, dass wir vielleicht Luft holen erstmal. Und diesen hier machen. Aber du bleibst hier, bitte. Du bleibst hier. Na? Na komm schon, bleib bitte hier. Ach, Leute. Tatsache, dass er halt so furchtbar schwimmt. Ja. Dreht sich halt um das Fass rundrum.
Mhm. Das Fass kurz mal beiseite. Und hier ran. Das schon reicht? Ich weiß es nicht. Wir probieren es. Komm, das probieren wir auch nochmal schnell aus, Leute. Ansonsten muss ich die Konstruktion ganz so aufbauen, dass immer Kiste, Fass ist. Aber vielleicht reicht das auch schon, bitte? Oh Gott! Ah. Oh Gott. Kommen wir jetzt gar nicht darüber. Oder schaffe ich das? Okay. Dann ziehen wir mal den Hebel hier. Was macht das? Irgendwas dort oben. Das juckt mich aber gar nicht. Ah! Oh, Scheißdreck, ey. Das heißt, ich muss hier jetzt eine Kiste lang schweben lassen irgendwie. Damit ich zum richtigen Zeitpunkt auf die Kiste und darüber dingsen kann. Oder? Ich glaube, genau das heißt das. Scheiße. Leute, das machen wir nicht jetzt mehr. Das kotzt mich richtig an. Das machen wir in der nächsten Episode. Ich kletter jetzt hier raus aus dem Wasser. Ich baue das vielleicht schon fertig, weil es einfach scheißen langweilig für euch ist. Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge an, wie wir das vielleicht dort hochkriegen. Also dann, bis später. Tschüss.